Ein neuer Planet der Affenfilm startet ab heute in den deutschen Kinos. Und ich will ganz ehrlich sagen, ich war ziemlich skeptisch. Als der erste Trailer rauskam zum vierten Teil, dachte ich so, brauchst du das wirklich? Beim zweiten Trailer dachte ich, okay, das sieht schon ganz anständig aus. Aber woher kommt meine Skepsis? Das liegt daran, als die vorangegangene Planet der Affen-Trilogie zu Ende ging und vor allem Teil 2 und 3 von Matt Reeves inszeniert, auf einmal so eine sehr dystopische, kaputte und düstere Atmosphäre hat, dann wurde diese Trilogie aus meiner Sicht immer besser und immer stärker und war ein regelrechtes Abenteuer auf der Kinoleinwand, sodass ich super happy damit war, dass sie dann zu Ende war und wie sie zu Ende gegangen ist mit der Geschichte rund um Caesar und der schnellen Evolution der Affen, die dann im Kampf gegen die Menschen versuchen, die dominierende Spezies zu werden, sodass ich in erster Linie dachte, bei Planet der Affen 4 New Kingdom, so heißt er ja, und 145 Minuten ist er lang, ab 12 Jahren freigegeben, um das auch abzufrühstücken, dass das vielleicht von Disney, natürlich ist das Ganze unter Fox-Banner, aber gehört zu Disney, eine Art Cash-Grab sein könnte. Vor allem, weil auch Matt Reeves, der nach einem sehr starken The Batman ja auch ausgeschieden ist bei dieser Trilogie, durch Wes Ball ersetzt worden ist, der Maze Runner 1 bis 3 bisher gemacht hat, waren das so alles Vorzeichen, wo ich dachte, na, brauche ich nicht wirklich, bitte macht diese Trilogie nicht kaputt. Und das Ganze soll ja vielleicht auch ein Auftakt werden zu einem eigenen neuen Franchise, beziehungsweise einem eigenen neuen Trilogie und dementsprechend müsste man abliefern auf der großen Kinoleinwand und dann war es endlich soweit, Platz genommen bei der Pressevorführung, Vorhang auf und dann muss ich ganz ehrlich sagen, von Minute 1 an kann der Teil was. Der ist nicht ohne Längen und der hat auch nicht unbedingt ein paar Stellen, wo ich so denke, ah, kommt mir das jetzt logisch vor? Aber der nimmt sich richtig schön Zeit mit seiner Exposition, mit seinen Charakteren, mit denen ich gut bonden konnte. Der sieht ziemlich gut aus, wie ich finde. Ich finde das Worldbuilding total spannend und vor allem durchzieht dieser Film ein Gefühl von einem dystopischen Abenteuer, dass ich mich da ziemlich wohl gefühlt habe, selbst in den Längen und dachte, das ist doch ein sehenswerter Auftakt, aber dazu später mehr. Warum geht es denn erst einmal im Planet der Affen 4, New Kingdom oder im Original heißt der Kingdom of the Planet of the Apes? Inzwischen ist seit dem Ableben von Caesar eine lange Zeit vergangen. Ungefähr 300 Jahre. Und er wird quasi wie ein Mythos, aber auch wie ein Prophet gefeiert. Und dessen Aussagen werden überliefert. Die Erdoberfläche wird in erster Linie von Affenclans besiedelt. Menschen leben eher zurückgezogen und ganz vereinzelt, nur noch wie Wilde. Und diese Clans haben auf ihre ganze eigene Art und Weise Kulturen konserviert oder kultiviert. Und was aber auch immer mit Propheten passieren kann, ist, dass deren Aussagen auch missbraucht werden können. Um zu unterwerfen, zu unterdrücken und um Macht zu ergreifen. Und so gibt es jemanden namens Proximus Caesar, der das im Grunde auch plant und eine große Vision hat. Und deswegen lernen wir Noah kennen, einen Schimpansen, der in einem Eagle-Clan, so heißt der, so Adler-Clan, weiß ich nicht, wie sie im Deutschen übersetzen werden, lebt und der im Grunde sich auf ein großes Abenteuer begeben muss, um seine Mitstreiter, seine Weggefährten, seine Clanmitglieder und seine wichtigsten, ja, anderen Affen im Leben zu retten, unter anderem bei menschlicher Begleitung und auch neuen Affen, die er kennenlernen wird. Und deswegen ist es erstmal so ein ganz klassisches Abenteuer, in das wir uns hineinbegeben, in der nach und nach uns im Grunde ein Held erzählt wird, auf eine zutiefst menschliche Ebene. Da sind Sachen verankert wie Mut, wie Angst, die sehr früh schon vorkommen in diesem Film, wie eine Zuneigung, wie auch Rituale eines sogenannten Bondings, eine Zugehörigkeit, also zutiefst auch menschliche Dinge, die darüber transportiert werden, auf einer Ebene, wo aber gleichzeitig die Fähigkeiten der Affen in dieser Welt eher so der Antike der Menschen entsprechen, aber es gleichzeitig noch die Überbleibsel der menschlichen Dominanz gibt, auf teilweise technische Art, aber auch was Bauwerke angeht und man immer wieder Spuren dessen findet, sodass sich eben so ein großer Spagat zwischen in dieser Dystopie ergibt, zwischen alter, schrägstrich neuer Technik und altem, verloren gegangenem Wissen, wo ich so fand, das fand ich super spannend und interessant und da drin halt diese Geschichte von Noah, der sich auf diese Reise begibt. Und da mochte ich, wie alleine sich die Zeit genommen wird von Wes Ball, diese Figur zu charakterisieren, dass ich sofort mit ihr eine Verbindung hatte, weil es eben diese ganzen Ebenen wie Liebe, wie auch ein bisschen den Ehrgeiz gibt, Dinge zu erreichen, wie es aber auch den Kampf gibt oder den Willen, etwas zu sein oder jemand zu sein in der Gesellschaft, in der Gruppe, eine Verantwortung zu übernehmen, was es bedeutet, füreinander einzustehen und was, wenn dann aber auch man überfallen wird, wenn im Grunde das Schlimmstmögliche passiert und man Angst haben muss, jemanden nie wiederzusehen und trotzdem entgegen aller Hoffnung sich auf eine Reise macht,
macht, ist das eben so eine ganz eigene Heldenreise. Und ich finde, dass man diesem Teil aber anmerkt, dass er der Auftakt ist zu einem neuen langen Geschichtenerzählen, weil er sich eben diese Zeit für diese Exposition nimmt, muss ich sagen, hat das für mich echt gut funktioniert. Die Kamera findet auch immer wieder ganz tolle Bilder. Da sind vor allem zwei Momente. Einer, da trauert eine Figur um eine andere, wo es eine ganz tolle, untersichtige Einstellung gibt. Und ich dachte in dem Moment, sieht das menschlich aus? Ohnehin, die Effekte sind nochmal eine ziemlich gute, konsequente Weiterentwicklung vom letzten Teil, wie ich finde. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, ey, wenn so CGI aussieht, dann bin ich ehrlicherweise dabei. Ich fand es irgendwie nie zu Uncanny Valley oder zu gruselig, sondern hatte immer wieder das Gefühl, das ist ein verdammt starkes Niveau und dazu diese gewisse düstere Atmosphäre, dass ich da ehrlicherweise drin versinken konnte, auch in der Zeit, wo der Film seine Längen findet. Und beispielsweise findet die Kamera, weil ich gerade an dem Punkt war, auch ziemlich am Ende ein wunderbares Bild, wie ich finde, zwischen Gegenschnitten. Und was dieser Film vor allem schafft, ist, dass ich denke, boah, am Ende ist ja zwar nur solide und dazu sage ich auch gleich noch was, aber ich habe Lust, weiter zu gucken. Und so ging es mir bei der anderen Trilogie nämlich auch. Ich finde, bei den drei vorangegangenen Filmen war der erste Teil der schwächste, hat aber eine interessante Welt aufgemacht und dann wurde es immer spannender und immer besser. Und deswegen muss man dieses Fundament, oder wenn wir es als Analogie mit einem Haus erzählen wollen, diese Bodenplatte ja erst einmal schaffen, auf der wir dann Stockwerke und ein Dach errichten. Und das macht Planet der Affen 4 ziemlich gut und vor allem waren meine Erwartungen echt weit unten. Und deswegen war ich überrascht im Kino und dachte so, hey, der kann ja tatsächlich was. Und das mochte ich richtig gerne. Auch die Figuren, die ich neben Noah sehe. Wir werden ein Mädchen oder eine junge Frau kennenlernen namens May, die, je länger der Film geht, nicht bloß mehr Bedeutung bekommt, sondern für mich auch nochmal mehr Sinn ergibt. Und vor allem ziemlich weit hinten raus, diese ganze Menschenebene, die ist so ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Und auch, dass es quasi Worte für Menschen gibt aus unterschiedlichen Kulturen, an denen man quasi einige nicht wissen, wie sie zuzuordnen sind, andere mehr wissen über die Überlieferung und die Geschichte, zeigt auch, wie unterschiedlich diese Entwicklung der Affen ist und stellt diese Idee von, nicht Evolution, aber sagen wir mal Entwicklung auch nochmal so auf einen anderen Punkt. Das mochte ich gerne, dass diese Figur der May für mich funktioniert. Wir werden einen Orang-Utan namens Raka kennenlernen, der im Grunde einen sehr einsamen Weg geht, aber mit einer großen Weisheit, wie so ein Mentor daherkommt. Ein ganz klassischer Faktor in der Heldenreise hier, aber sehr, sehr liebevoll agiert. Ich hatte immer so Rafiki-Anleihen aus der König der Löwen, ehrlich. Und selbst Proximus als großer Gegenspieler, das sind natürlich so Allmachtsfantasien, die man auch immer wieder heutzutage nicht bloß in der Politik wiederfindet, wie eben Macht korrumpiert und wenn man danach greift, aber auch Selbstüberschätzung eintreten kann und dann quasi man, weil es ja ein Film ist, wenn man auf das Kostümdepartement zum Beispiel schaut, nur mit wenigen Dingen auch am Affenkörper quasi Ränge versucht zu etablieren, aber auch bei den Menschen zeigen kann, auch da gibt es Unterschiede und ich mit dann ein bisschen zu viel Fragen rausgegangen bin, so, warum ist das jetzt so? Warum ist das jetzt so? Ist natürlich, was mich auch so ein bisschen anteasert zu sagen, ich will mehr sehen an dieser Stelle. Stimmen einfach viele richtig Sachen, viele, viele Dinge bis hin zu der Musik, wo ich immer das Gefühl hatte, ey, nicht zu viel, nicht zu wenig. Planet der Affen 4 ist unterm Strich weniger actionlastig, als ich ehrlicherweise dachte. Wobei die Kamera dann, wenn es mal rascher zugeht, nicht irgendwie den Winkel verliert, mich als Zuschauer so sehr zu verwirren, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Vor allem, weil wir ja hier mit vielen Affen zu tun haben und man da ja auf der einen Seite nicht zu menschlich agiert im Gesicht, auf der anderen Seite noch so viele Unterscheidungskomponenten braucht, dass ich weiß, okay, der ist jetzt der oder die ist jetzt die. Und da muss ich sagen, macht das Ganze hier insgesamt einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Und Wes Ball inszeniert hier einen Film, wo man nicht unbedingt nach Maze Runner sagen würde, okay, das ist ein Franchise auf einem anderen Level und vor allem mit anderen ziemlich großen Fußstapfen, die hinterlassen wurden, baut hier aber was auf, wo ich sage, der dystopische Abenteuerfaktor hat mir ziemlich gut gefallen. Ich habe direkt Lust, den nächsten Teil zu sehen. Das Worldbuilding mit all seiner Ruhe, die man sich nimmt, das aufzubauen, ist was, wo ich Freude dran hatte. Auch eine Welt, in der ich so denke, hey, warum gibt es kein Plan, oder weiß ich nicht, ob es gibt, aber darin so ein Planet der Affen Rollenspiel, wo ich leveln kann und Skills und Technologien entwickeln und vielleicht Sachen, die von den Menschen irgendwo liegen geblieben sind, erkennen kann, vielleicht Schrift und Sprache nochmal anders zu lernen. Super interessant und beispielsweise auch, wenn Affen über ihre eigene Geschichte, und das wird gar nicht mal so sehr thematisiert, etwas entdecken, wo sie hinterfragen, was ist denn jetzt hier die Wahrheit? So habe ich das nie gesehen und nie gewusst.
musst, finde ich, sind das ein paar sehr, sehr starke Momente. Der nimmt sich die Zeit eben für eine anständige Exposition und wirkt nicht wie so eine Pflichtarbeit. Er wirkt eben nicht, wie ich finde, wie so ein Cash-Grab. Komm, wir machen einen vierten Teil, wir haben Franchise, wir haben diese Fans. Nee, das wirkt schon wie auch der Wille, ernsthaft eine Geschichte zu erzählen, wo es ein Herz dahinter gibt und eine Idee und sich da auch kreativ auszutoben. Und da muss ich sagen, das finde ich eine ziemlich feine Nummer. Der hat im zweiten Drittel schon seine Längen, wie ich finde, weil 145 Minuten ist auch schon eine knackige Laufzeit dafür, dass man insgesamt doch sehr ruhig bleibt. Besonders um May sind für mich ein paar Fragen zu sehr offen geblieben, wenn ich ehrlich bin. Und es gab immer wieder Punkte, wo ich so dachte, come on, so viele von einer Art und niemand ist auf die Idee gekommen, mal das zu machen oder mal danach zu schauen. Und da dachte ich, gibt es so zwei, drei Momente, wo ich so dachte, lass mal die Logik mal ein bisschen und kehr die unter den Teppich, um mir den eigenen Genuss nicht endlich wegzunehmen. Aber da gibt es so ein, zwei Mini-Plotholes, wo ich fand, naja, hätte man vielleicht noch ein bisschen anders drüber schreiben können oder inszenieren können an der Stelle. Aber am Ende sind das für mich wirklich solide 7 von 10 möglichen Punkten, sowohl als Action-Abenteuer-Sci-Fi-Film als auch insgesamt. Und das ist für mich wirklich analog zum ersten Teil der vorangegangenen Trilogie, wo ich glaube ich auch ungefähr in dem Bereich gelandet bin und es danach weiter nach vorne geht und vor allem diesen Aufbau, den dieser vierte Teil hier macht, da braucht man bei dem nächsten Film nicht mehr so viel erklären und ich finde, er macht ein Szenario auf, wo ich sehen will, was passiert und hoffe, dass es sich dann nicht zu viel anfühlt, wie nochmal eine Idee aufzubrühen. Aber die Kreativität hier macht eigentlich Hoffnung, dass man da nochmal eine eigene Geschichte zum Erzählen findet. Okay, dann bin ich am Ende meiner meiner Review zu Planet der Affen, New Kingdom, ab heute in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.